This a layup, this a rebound, then it's rhyming. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not, 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 knocking. I'm not the same, thinking money made me change. Yo, was geht ab, mir Hände? Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, Leute, ihr habt's ja bereits schon im letzten Video gesehen. Ich habe ja einen Tag gemacht mit dem Kenan und jetzt stehen wir auf dem Platz. Kenan, du wirst mir gleich ein paar Skills von dir zeigen, ein paar Schüsse und ja, aber als allererstes, Bro, bist du ready? Ich bin ready. Ja? Start durch. Nice. Gut, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bin hyped. Das Ganze ist, glaube ich, 2 Jahre her, wo wir letztes Mal auf dem Platz standen. Ja, 2 Jahre. Und ja, deshalb würde ich sagen, ich glaube, der Junge hat auf jeden Fall eine Entwicklung gemacht, nicht nur was die Höhe angeht. Und deshalb würde ich sagen, wir gucken jetzt, was Kenan für einen Sprung gemacht hat. Let's go! So, Mente, da möchte ich noch kurz auf die Aktion von NordVPN aufmerksam machen. Und zwar VPN auf Deutsch virtuelles privates Netzwerk. Was hat das für einen Zweck? Sprich, was hilft es euch? Was bietet der Mehrwert? Leute, ich benutze VPN auch des Öfteren, wenn ich im Ausland bin, zum Beispiel wenn ich mit Jugendspielern Videos drehe und dann einfach auf ganz entspannt Spiele schauen will oder Netflix. Und ja, dadurch, dass man die Location beliebig ändern kann, kann man so, wie gesagt, ganz entspannt Spiele schauen oder Netflix, alle Serien. Und ja, somit hilft das auf jeden Fall sehr viel. Des Weiteren, Leute, mit NordVPN werden alle Daten, die du online versendest und empfängst, über einen verschlüsselten Tunnel übertragen. So kann niemand auf deine privaten Informationen zugreifen und ist somit, sprich ihr seid somit perfekt vor Hackerangriffen geschützt. NordVPN ist sowohl auf dem iPhone, wie ihr es ja sehen konntet, als auch Android, Mac und Windows verfügbar. Zudem könnt ihr bis zu 6 Geräte anschließen und somit einfach ganz entspannt, ohne Kopfschmerzen oder Ängste von Hackerangriffen über VPN, sprich NordVPN, surfen. Zudem, Leute, habe ich auch noch für euch einen Rabattcode und zwar Kubanito. Da spart ihr sehr, sehr starke Rabatte. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit Kenan featuring Kubanito. Let's go! Das letzte Mal haben wir angefangen auch mit ein paar Ground Skills auf dem, ne? Das ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, auf Kubernetes so Kult geworden, wenn ich mit Jugendtalente drehe. Aber gibt es da irgendwie so ein neuer Skill, der dazugekommen ist? Boah, sind alles normale Skills. Kann jeden eigentlich. Okay. Ja komm, hau mal raus. Ich würde sagen, Kenan ist definitiv einer mit der Talente, wo, was Freestyle angeht, einer der besten ist, Leute. Around the world. Opa. Okay, okay. Epa. Auf Ronaldinho. Ronaldinho-Style. Nice. Also Kenan könnte durchaus auch ein Freestyler sein. Okay, nice. Auf jeden Fall, Leute. Hast du so einen Kenan-Move, den du machst? Wie meinst du? Kenan-Trick? Irgendein eigener Trick? Eigentlich nicht so, aber zum Beispiel so. Okay, okay, okay. Ist das der Gudetti Rainbow oder irgend sowas, ne? Tschüss. Okay, okay. Schon krass, wie er in die Höhe geschossen ist, ne? Ist jetzt aber also. Ich verteidige, Kenan greift an, okay? Ah, ich mach richtig, ja, mit Gretchen, Spaß. Nein, vielleicht. Danach, Verein ruft an. Was habt ihr gemacht, Kuba? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. So, Miente, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein paar nice Freestyle-Moves gesehen, oder? Isaac, was sagst du? Perfekt. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt 1 gegen 1. Kenan gegen Kubanito. Let's go. Stark. Ich würde sagen, schon nicht mal schlechter Abschluss gewesen. Jetzt nochmal eine Runde. Let's go. Ja, ready. Stark. So, Mente, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall ein paar nice Freestyle-Moves gesehen von Kenan. Guter Abschluss, ja. Meins gegen eins. Jetzt, Kenan, wie ist eigentlich dein Touch? Oh!
Easy, sagst du? Was bist du eigentlich eher für ein Typ? Bist du eher der Typ so Assist oder Tor? Mittlerweile Tor eigentlich. Tor? Damals ja. Eher Assist-Spieler. Okay. Ja, jetzt doch meine Größe. Aber schon noch Lieblingsposition 10er, oder? 10er, Linksflügel, 6er, sowas. Genau. Okay. Aber ich kann alles spielen, wenn man will. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal bis zu den Abschlüssen, oder? Ja? Leute, ich sage euch ehrlich, ich will hier keine Ausreden suchen, aber ich bin gar nicht dieser Regentyp. Weißt du? Ja, ich bin schon dieser Typ, weil bei den Pros ist ja auch der Rasen immer nass. Daran muss man sich halt gewöhnen. Wobei, da hast du recht, aber Bruder, Digga, ist heute zu kalt. Zu kalt. Der Kubaner mit den Ausreden. Das Ding ist, wenn ich halt den Ball jetzt direkt in den Winkel knall, da ist der gute Mann da drüben verunsichert. Wisst ihr, was ich meine? Ich halte mich mal ein bisschen bedeckter hier. Man kennt ihn doch, mein Damen und Herren. Stark, Junge. Er strich. Ihr denkt jetzt so, boah, Cooper, das ist so eine arrogante Socke. Ja, Leute, du brauchst Selbstbewusstsein auf dem Platz. Boah, Leute, Feierabend. Also, ich würde sagen, Abschluss hat man schon eine sehr, sehr große Entwicklung gesehen bei dem Jungen. Boah, der hält ja auch noch gut, ja. Kennt ihn doch. Fuck! Schade, Leute. Gute Reaktion. Auf ganz laut, meine Damen und Herren. Boah! Du wolltest ein Lattenkreuz, oder? Lattenkreuz. Ich hab mich vertan, Leute. Boah! Ich würde sagen, wir gucken mal nach der Passgenauigkeit von den Kennern. Ihr wisst Bescheid, ein Zehner muss auch bei den Pässen stark sein. Ja? Kenner, spiel mal einen Ball! Ich will genau, Bruder, ich will den Ball genau auf den linken Fuß. Ich hab nur einen linken Fuß. Also. Auf locker, Jungs. Auf locker. So, Leute. Ich würde sagen, der Junge hat auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat, warum er ein Top-Talent ist. Und jetzt machen wir einfach noch ein paar Freistöße, Leute. Möge der schönere Freistoß gewinnen. Was sagst du, Kenan? Wer macht den schöneren Freistoß? Meiner Meinung nach mache ich den schöneren, glaube ich. Ja, ja. Leute, ihr könnt dann nochmal gerne nachher in die Kommentare schreiben. Aber ich sage auf Ansage, Kubanito macht den schön an. Die sind jetzt rechts oben hin, schauen wir mal. Oh. Ja. Gesagt und getan. Ich knall den oben links. Warte mal, ich will mal die Regie von der Regie sehen. Hat er den oben an der Latte weggekratzt? So, Kenan, was machst du jetzt? Jetzt hier einmal rein, also eine Spielaktion. Ja. So in die lange Ecke. Okay, let's go. Ja. Was meinst du? Ich habe ein gutes Gefühl, der geht jetzt wieder rein. Okay. Leute, ich muss ehrlich sagen, der Schuss vorher, ich weiß echt nicht, ob der drauf war oder nicht, aber Leute, der war diese andere Liga, Leute. Das war 4-3-3 Kubanito-Material. Okay, komm nochmal, Bro. Hau ihn rein! Nice! Okay, dann zeigt uns nochmal ein Skill in-game, Leute. Ich mache einen Pass. Und du machst was dann? Eine Hackeannahme und Torabschluss. Okay, gut, würde ich sagen. Fangen wir an. Let's go. Hast du den Ball, Bro? Bro, spiel mir so ein bisschen diese Höhe, dass ich ihn so mitnehmen kann. Okay. Und dann halt den Lauf so. Okay.
Oh mein Gott! Leute, was geht ab, Mann? Krass! Fertig, oder? Erster Take, meine Damen und Herren. Eigentlich, meine Damen und Herren, eigentlich kommt man mit. Wir brauchen das Video gar nicht weiter zu drehen. Das war's, meine Damen und Herren. Wir werden nicht vergessen, check den Namen, check den Zauber da, check Israel. Das war's. Trends Platz 1, Digga. Feierabend. Feierabend. Leute, teilt das Video. Ihr wisst Bescheid. Kommentiert, teilt es, damit es auf 4-3-3 kommt. Ja, Mann. Und auf den Trends auf 1. Ding ist, genau sowas, das ist in-game. Das ist in-game. Klar, hast du da noch einen Verteidiger, der hinter dir ist, aber das kann sein. Weißt du, was ich meine? Im Spiel. So, und dann diesen Wolle rauszuholen, das ist halt einfach, Bruder, das ist einfach klasse. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Hat Spaß gemacht, deine Entwicklung zu sehen, ja, deine Skills. Was sagst du zu meiner Entwicklung? Leute, als abschließend muss ich ehrlich sein, Bruder, von 1 bis 10 muss ich dir leider eine 3 geben. Nein, Bruder, Spaß beiseite. Bruder, ich bin wirklich sehr, sehr impressed, Kenan. Schüsse letztes Mal, ich glaube, da muss ich jetzt nicht Leute anlügen. Das war, wie viel haben wir insgesamt gedreht? 3, aber weil es einfach nicht gereicht hat, so viel Schiss. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ja, ja. Kein Kraft. Aber da warst du da 12 Jahre. 12, also. Ja. Leute, 12 Jahre und ja, man, ist auf jeden Fall nice zu sehen, wie du deinen Weg gehst und ja, gib weiter Gas. Gibt es irgendwie noch etwas, was du sagen möchtest oder den ja, Jungen mit auf Freund den Weg geben? Ja, will ich grüßen. Ja. Und zwar Moses Tahiri, er ist in meiner Klasse. Okay. Und ja, ist mein Bruder. Genau, ihn wollte ich noch grüßen. Okay. Gib Gas, mein Junge. Okay, nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's von uns beiden. Wenn ihr die Kombo gefeiert habt, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Nochmal, vielleicht Kombo. Es waren echt krasse Sachen Kenan mit dabei. Hab mich ja echt wieder gefreut. Ich hoffe bald wieder. Genau. Fix. Ja, ja, nice. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare. Hashtag Kenan vs. Kuba. Sowas in die Richtung. Und dann würde ich sagen, sehen uns beim nächsten Video. Checkt Isaac ab hinter der Kamera. Küsst dein Herz. Checkt Kenan ab. Checkt den Torwart ab. Wir sehen uns beim nächsten Video. Let's go. Peace. Ciao.